Ein bekanntes Bild. Wir springen in den Orbit und suchen uns ein Schiff aus in Dreadnought. Ich glaube, es ist irgendeine runde Folge. Es könnte Folge 10 sein. Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ist ja meistens so. So, letztes Mal habe ich große Erfolge gefeiert mit dem Artilleriekreuzer. Deswegen, ja, never change a running system, ne? Also, ich werde das diesmal dann wieder probieren mit dem. Nehmen den jetzt einfach mal direkt am Anfang. Und wenn das nicht läuft, naja, dann wechselt man halt, ne? Den wechselt man halt. Wir haben zwei Dreadnoughts. Ne, haben wir nicht. Ja, eine ganz gute Aufteilung hier. Ja, mehr oder weniger alles dabei. Finde ich gut. Probier mal's. Probier mal's, Kines! Also, ich kann nicht versprechen, dass das wieder ein so fulminanter Sieg wird wie letztes Mal. Sowas passiert nicht so oft. Aber ich kann versprechen, dass ich mir Mühe gebe. Jetzt versucht er mich abzuschießen. Und mal Anti-Missiles machen. Na komm, nachladen. Na komm, meine Anti-Missiles sind doch aktiv. Das sollte doch eigentlich passen. Ja, komm mal, ich habe hier einen erledigt. Und jetzt gehen wir mal hier fett in Deckung. Oh. Kommt da gerade eine Atombombe? Scheiße. Na gut. Ey, erster Kill und erster Tod. Beides ich. Komm, so muss es laufen. Aber war doch gut. War doch gut. Zumindest haben wir hier mal gleich, haben wir gleich mal das Fundament gelegt für, was da jetzt noch passieren wird. In diesem Match. Ja, da wissen die anderen gleich mal, was hier los ist. Das wird hier kein Spaß. Das wird hier knallharter Ernst. Hi, Ernst. Ah, der ist zu weit weg. Schade. Na gut, dann fliege ich noch ein bisschen näher ran. Demnächst, ich sehe schon, unser Heiler bekleckert sich nicht so stark mit Ruhm. Das können wir dann demnächst nochmal probieren. Ah, das versucht er die gleiche Taktik nochmal hier mit der Atomrakete. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Na, ich verkrümel mich hier nämlich. Und dann kann er das probieren, so viel er möchte. Und dann haben wir ihn erwischt. Top. Okay, das ist ein Toter. So, mal kurz meine Energie wieder aufladen. Also mein Super-Mana-Action-Energie-Ding. So, komm mal hier. Oh, bisschen Action. Dann bin ich jetzt hier nämlich mal der Partypooper. Whoop! Und tschüss. Ich muss weg. Au. 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 Erstmal ein bisschen aufladen. Erstmal ein bisschen aufladen. Ah, nein, 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 nein. Oh, du Sackgesicht. Da kommst du von oben. Na klar. Na klar. So muss das nämlich laufen. Gut, nicht so erfolgreich. Verdammte Korvetten, mit denen habe ich immer noch die größten Probleme, sowohl selber spielen als auch gegen die was machen. Die sind einfach gut. Die wissen einfach, was sie tun. Und das ist ein Problem für mich, denn ich weiß nicht, was ich tue. So, komm, ich helfe hier noch ein bisschen mit. Und dann holen wir uns den nämlich. Tschüss. Au, 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 ich krieg Schaden, ich krieg Schaden, ich krieg Schaden, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Dislike. Ah, ich muss runter, ich muss runter, ich muss in Deckung. Oh, oi, 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 oi. Ah, Mann. Ihr habt mich erledigt. Wieder die Corvette, natürlich. Ah, ihr kleinen Mistkerle, ihr kleinen Sackratten hier. Ja, das ist Florian, der Mann ist gut. Beziehungsweise Fio. Rian. Ja gut, die 1 ist ja beides so ein bisschen, ne? Ist ja L und I. Im Leadspeak. So, naja, ich habe jetzt nicht so viel. Ich könnte mal ein Dreadnought... Ne, wir hatten die Ballistic Flak Turrets Repeat Guns. Der Destroyer hat die Flak Turrets, ne? Mit denen kann man ganz gut gegen die scheiß Korvetten arbeiten. Dann probiere ich das jetzt nämlich mal. Ja gut, dann hat sich's einmal erledigt. Mit der Corvette.
30 zu 35. Das ist ein ausgeglichenes Match. Das macht auch Spaß tatsächlich. Jetzt hätte ich gerne einen Heiler, mit dem ich irgendwas machen kann hier. Ah, der ist zu weit weg leider. Ja, macht nicht so viel Schaden aus der Ferne. Da muss ich halt die Tempest Missiles mal einsetzen hier. Ja, 45 zu 35, das ist eher ungünstig. Ungünstig gelaufen. Ja. Komm, hier, den hol ich doch! Nein! Ach, Mann! Oh, die schießen jetzt aber schon ein bisschen nervig auf mich hier. Können wir damit mal aufhören? Können wir das mal lassen? So, dann hat sich das erledigt mit der... Ach du Scheiße, ach du Scheiße! Was ist denn da los, ey? Oh Mann, mein Schild ist leider genau alle gewesen jetzt. Ja, das war vom Timing her eben. Die haben beide ihre Raketensalven da auf mich geschossen. Das ist eher kacke gewesen für mich. Na gut, na gut, na gut, na gut. Das kriegen wir aber trotzdem noch hin. Was wird denn gebraucht jetzt gerade? Wir haben eigentlich gerade auch wieder alles. Ich versuch's nochmal mit dem Dings. Mit dem Artillerie-Kreuzer. Da könnte man nochmal probieren hier. Einfach zwei, drei gute Schuss abzuliefern. Und da ein bisschen zu helfen. Na komm, na komm. Ein Schuss noch? Ja, der hat's nicht gecheckt, dass ich ihn beschieße. Ja, wieder Gleichstand rausgeholt. Nachladen. Ja, erwischt. Double kill. Double kill. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dem da hinten. Zu Recht. Wahrscheinlich. So, jetzt bin ich nah genug dran. Jetzt könnte man Waffen aufladen und mal drauf schießen. In der Hoffnung, dass ich da ein bisschen Schaden mache. Mache ich eigentlich. Macht sogar relativ viel Schaden. Jetzt müssten die anderen nur mitmachen. Dann hätten wir den nämlich gehabt. Schade. Ah, guck mal, ein kleiner. Ach, den krieg ich nicht. Na gut, dann gehen wir auf den da oben. Oh, der will Spaß haben. Ah, der will Spaß haben. Machen wir mal Anti-Missile. Schieße ich das Ding damit ab? Nee, ne? Oder doch? Weiß ich gar nicht genau. So, machen wir mal ordentlich Schaden. Ah, ich muss ein bisschen auftauchen. Das bringt mich natürlich in eine gefährliche Situation. Aber ich treffe halt von da nichts. Ah, guck mal, wer hier kommt. Guck mal, wer da kommt. Hätte kein Problem damit, wenn die Fletchettes jetzt den mal treffen würden. Ah, treff leider nix. Mach mal Schilde an. Und dann können wir den nämlich hier holen, genau, Assist. Huh! Alter, das ist aber hier eine knappe Kiste. Das ist eine wirklich knappe Kiste. Oh, guck mal, wer da hinter mir ist. Hallöchen! Ja, das Problem ist, ich kann nicht mehr wirklich entkommen. Aber ich kann noch ein bisschen Schaden machen. Wenigstens das. Ja. Ich komme ja bei dem nicht weg. Also ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte höchstens hier einmal nach unten abtauchen können. Mich in den Canyon hocken. Das mache ich dann vielleicht das nächste Mal. Aber ich finde, das lief doch jetzt ganz gut so weit. Guck mal hier, 6 Kills. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich bleibe mal bei dem wieder. Ah, Entschuldigung. Sorry. Sorry, guys. So, wo sind die Gegner? Wir führen mit einem Tod, also einem Kill. Das ist nicht so viel. Komm, jetzt mach ich ordentlich Schaden. Der hat keine Energie mehr. Der ist gerade gejumpt. Den können wir holen. Er assistet. Sehr gut. Wollte er mich noch einmal treffen.
Da hinten ist auch noch einer, so ein Spaßvogel. Einer von den großen Jungs. Ah, kriege ich gleich so eine geile Auszeichnung hier, weil ich nämlich super bin. So. So, hier gleich mit mehr Schaden nochmal hinterher und tschüss. Geilo. Geilo, da kommt der kleine Korvettenmeister. So, jetzt brauchen wir noch einen. Komm, ein Kill noch. Dann bin ich glücklich. Dann ist das einfach mal wieder hier super Sieg gewesen. Ja! Wuhu! Oh, das haben wir uns aber auch echt erkämpft, muss man jetzt einfach mal sagen. Einfach mal richtig erkämpft. Ja, das war kein geschenkter Sieg. Oh, schwitzige Hände. Ja, am Anfang lagen wir, bis zu 50 Punkten lagen wir die ganze Zeit zurück. Und da kriegst du auch gleich mal 2700 Reputation und 600 Flottenpunkte. Wenn man hier einfach auch mal der Beste ist. Ja. Oder zumindest was geleistet hat. Dann fühlt sich das Ganze doch gleich ganz anders an. Guckt euch das mal an hier. Mit die meisten Kills zusammen mit Katarion und Florian. Ja, das habe ich gemerkt. Bin aber nicht so oft gestorben wie Florian. Also ich bin der Zweitbeste hier gewesen. KD von 1,4, also Kill-Death-Ratio. Deutlich öfter, etwas öfter Leute getötet als gestorben. Gut Assists auch noch gemacht, also das war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich habe mit dem Artillery-Cruiser gezeigt, was ich kann. War nett, hat Spaß gemacht. Ja, jetzt gucken wir mal, ob hier direkt noch ein Match zustande kommt, weil es war jetzt nicht so lang, glaube ich. Knapp nicht mal 10 Minuten. Oder so ungefähr. Können wir mal gucken. Ich suche gleich mal direkt nach dem nächsten Match. Oder beziehungsweise ich gucke mal ganz kurz in den Progression. Es gibt ja übrigens eine ganze Menge Level, ne? Also 50 Stück, das hatte ich auch schon mal gezeigt. Ich werde jetzt in der Beta, werde ich nicht weiter als hier vorne mich irgendwo rumtreiben, weil es kommt nicht so oft zu Spielen tatsächlich. Dafür müsste es eine Open Beta sein. Es sind ja nur ein paar tausend Keys verschickt worden weltweit. Ich weiß nicht mal, ob es fünfstellig ist, also ob es in die Zehntausende geht. Ist auf jeden Fall nicht, also wirklich eines der großen Probleme, gerade noch einfach Mitspieler zu finden. Es tut mir ein bisschen leid fürs Spiel, weil das sehr davon profitieren würde, wenn man nicht jedes Mal sich ärgern müsste, wenn man wieder 10 Minuten niemanden findet. Hab ja jetzt gesehen, es sind Leute online, also kann gut sein, dass wir jetzt auch direkt noch ein Spiel zustande kriegen. Kann aber auch sein, dass es nicht klappt. Ja, man sieht ja gerade bei solchen Free-to-Play-Spielen, sieht man ja, dass es unfassbar davon profitiert, wenn es einfach leicht zugänglich ist. Also nicht im Sinne von einsteigerfreundlich, sondern im Sinne von der Zugang nicht durch irgendwelche Geldhürden oder durch irgendwelche langen Wartezeiten verbaut wird. Stell ich mal vor, ihr müsstet jedes Mal 10 Minuten auf ein Spiel warten bei League of Legends oder bei Dota. Da würdet ihr aber auch nicht so oft spielen. Also deswegen, das ist so ein bisschen ärgerlich. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt, ja, wie lange das jetzt noch gut geht mit der Closed Beta. Ich meine, noch sind sie ja wirklich in dieser Vorphase. Du hast ja mittlerweile bei der Spieleentwicklung, gerade von Free-to-Play-Spielen, hast du ja diese Entwicklungsschritte von irgendwie so einer Early-Access-Version, wenn es denn sowas gibt, in eine frühe Alpha, die noch nicht mal Feature-Complete ist oder die, also wo noch nicht alles drin ist. Ja, was später drin sein wird, wo noch sehr viel im Argen liegt. Dann hast du meistens eine Closed Beta, wo du einfach mal mehr als die internen 50 Leute ans Spiel ranlässt. Einfach mal 1000, 5000 Leute ranholst. Ja, super, guck mal. Kriegen wir sogar noch ein Match hin. Das wird wahrscheinlich nicht so gut laufen, aber egal. Ist mir doch egal. Ich spiele das jetzt trotzdem, weil ich mich nicht zu schade bin, zu verlieren. Auch vor der Kamera. So. Wie, wir sind zu dritt. Wollte schon sagen, da geht doch noch mehr. So, ja, start wieder rein mit dem Artilleriekreuzer. Das ist ganz gut, wenn man da wenigstens mal am Anfang einen im Team hat, der aus der Ferne schon mal die Leute ein bisschen vorglühen kann, bevor dann die Action losgeht. Wo war ich? Closed Beta, ja. Da lässt du so ein paar tausend Leute ran, damit du gucken kannst, ob deine Serverarchitektur funktioniert, also ob da nicht alles ruckelt und laggt und abstürzt und weiß ich was. Du hast einfach eine breitere Masse, die Fehler finden kann. Und dann kommt irgendwann die Open Beta,
die wird ja heute oft schon genutzt als Soft Release, also wo du schon ein bisschen Geld verdienen kannst mit. Ohne dass du sozusagen zugeben musst, ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Spiel, aber wir wollen trotzdem schon mal ein bisschen Kohle abstauben. Weil bei einer Beta, da verzeiht ja jeder auch noch Fehler. Und dabei ist es eigentlich schon released, das Spiel, weil oft ist ja dann der In-Game-Shop bei Free-to-Play auch schon drin. Ja, da. Das ist also ein bisschen eine fragwürdige Sache. Das gibt's auch erst seit ein paar Jahren. Aber brauche ich euch ja nicht sagen. Ihr lebt ja heute in der Zeit, wo das so ist. In meiner Jugend, da gab's ja sowas noch gar nicht. Da war ein Spiel, wenn's rauskam, war's fertig. Dann war's scheiße oder war's gut. Eins von beidem. Aber es war nicht, noch nicht mal fertig. Und es konnte sich auch niemand rausreden mit, es ist ja noch gar nicht fertig. Au. Wer war das? Das war wieder hier so ein Korvettenkacker, ne? Outcast. Ach, guck mal, Florian ist auch wieder mit am Start. Welcome back, my friend. Ja, wenn wir damals ein scheiß Spiel hatten, dann war das halt scheiße und dann konnte sich da auch keiner rausreden. Dann war das halt einfach ein Kackspiel. Heute sagen sie dann, nö, ist ja noch nicht fertig, ne? Das wird ja noch. Das wird noch besser. Das wird noch alles, das wird noch alles viel besser. Und das ist im Normalfall Quatsch. Weil meistens wird es nicht mehr viel besser. Oder dauert so lange, dass die meisten Spieler nicht mehr viel davon haben. So. Oh, ich bin gegen eine Wand geflogen. Das ist nicht so gut. Wollen wir hier die Energieversorgung ausmachen. Für die Schilde. So, was haben wir da oben? Da haben wir den Florian. Der kriegt mal hier kräftig sein Fett weg. Er wird so ein bisschen geheilt, kriegt jetzt aber gleich... Nein! Ach, ich wollte schon sagen, hat er jetzt die Schilde aktiviert? Sekunden vor wir ihn tot haben. Das wäre scheiße gewesen. Ja, den kleinen Kacker hier, den treffe ich doch mit den großen Kanonen nicht. Also nichts gegen große Kanonen, aber ich treffe den doch nicht. So, jetzt fliege ich mal ein bisschen faster. Fasty McFast hier einmal quer durch den Level. Ja, mit Highspeed. Verbraucht auch gar nicht mal so viel Energie, Gott sei Dank. So, dann bringe ich mich mal hier in Position. Hallo, kann ich es mal bitte ausmachen? Au, au, au. Oh, jetzt bin ich aber hier voll gerade im, Ah, diese scheiß Korvetten. Die gehen mir so auf den Senkel, ey. Die gehen mir massiv auf den Senkel. Doch hier meine geilen Schilde. Was ist denn da los? Warum nehme ich denn trotzdem noch Schaden? Mal in Deckung hier. Ja, ja. Können wir mal hier die Energie schnell wieder aufladen, bitte? Dankeschön. Bitte, danke. Wunderbar. So. Mal Tempest Missiles hier. Ah, ich habe aus Versehen umgeschaltet. Uiuiui. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Tempests abschießen. Ja, mit dem Quark hier treffe ich ja auch nichts. Ja, wäre schön, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen Hilfe bekommen würde, weil den könnten wir nämlich problemlos killen. Da müsste jetzt nur mal irgendjemand ein bisschen mithelfen. Ja, danke. Danke dafür. Ah, hier machen wir ein bisschen Schaden. Ja. Fahren alle mit. Ich lapp mal nach. Da hinten taucht er wieder auf und dann kriegt er nämlich direkt wieder seine Salve ab. Das hat ihm gar nichts genutzt, dass er da hingesprungen ist. Der kleine Scheißer hier. Den treffe ich. Den müsste man eigentlich erwischen, wenn er halt noch näher dran ist. So, da drüben. Ah, guck mal. Haben wir. 55 zu 30. Gar nicht so schlecht. Das wird die totale Triumphfolge hier. Guck mal, wir fliegen in Formation. Ich und das Spite. Formation. Jetzt darf bloß keiner eine Atombombe hier mittig reinhauen. Oh, ich mach doch hier ganz ordentlichen Schaden aus der Ferne. Wäre halt gut. Ein paar Schilde. Könnte man gebrauchen. Komm,
komm, machen wir mal die Tempest Missiles auf ihn hier. Der kann nicht so schnell abhauen. Vielleicht kriegen wir den damit sogar. Ah, jetzt hat er Schilde aktiviert. Aber die müssten jetzt ja auch gleich wieder weg sein. Und jetzt haut er ab. Genau, wenn die Missiles einschlagen. Oh, der Schwein. Hat die Sau Schwein, ey. Gott, das nervt. Boom, 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 boom. Ah, ja, ich kann aber auch meine Schilde fett aktivieren in dem Moment, wo ich es brauche. Ich kann das auch voll. So. Nachladen, nachladen, nachladen. Wir brauchen noch eine Torpedosalve. Vielleicht kriege ich ihn diesmal. Ach, nein. Nein, da ist er wieder weg. Verkackt. Mist, 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 die Kacke. Wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Die Korvette ist das bestimmt wieder, ha? Huh? Ah, ich sehe den leider gar nicht. Ah, da hinten. Das ist ein Mistkerl. Das ist wirklich ein richtiges Schwein. Kameradenschwein. Na gut, noch führen wir. Das heißt, ich kann, wie gesagt, ne, never change running system und so. Das heißt, ich bleibe jetzt erstmal bei dem Destroyer, weil der führt ja zumindest dazu, dass wir noch führen. Also, bin... Gucken wir mal ganz kurz. Ja, gut. Ja, gegen Shago hat stinke ich ein bisschen ab und Outcast ist halt auch fantastisch als Gegenspieler. Muss man sich mal angucken hier. 9 Kills. Nur 4 Deaths. Das ist nicht schlecht. Ich sehe übrigens das erste Mal da hinten diesen geilen Asteroiden. Das ist ja der Hammer. Oder diese Raumstation. Echt schick aus. So. Wo sind sie denn jetzt alle? Der Saturn hier, ne? Der Saturn. Mit seinem schönen Ringen. We got an enemy contact. Warum schießen wir... Ah, das ist einer von unseren. Ich sehe nix. Aber ist auch egal. Ich treffe. Das ist das Wichtigste. Komm, mehr Schaden. Vielleicht kann ich ihn holen. Vielleicht kann ich ihn holen. Come on! Ja! Ah, das wird! Komm, alle Raketen abschießen, die ich hab! Torpedos! Den ganzen Scheiß! Komm, den hol ich! Den hol ich noch! Den hol ich, ja! Haha, und ich hab's irgendwie überlebt. Keine Ahnung wie. Guck mal, wer da ist. Ey, mit den Scheiß-Dingern treffe ich nix. Ja, wirklich mal, mit diesen, blöden Flak-Geschützen treffe ich gar nichts. Und der ist so schnell, den treffe ich auch überhaupt nicht. Da bräuchte man irgendwas Zielsuchendes. Na komm. Ey, die haben noch nichts mehr. Die haben nichts mehr. Jetzt lasst euch nicht nochmal fertig machen hier. Ja. Oh. Puh. Na, mal ein bisschen spannend. Aber, nicht so spannend wie das davor. Das war ja 100 zu 85, ne? 100 zu 55, das war schon eher, sag mal, souverän bis glücklich. So eine Mischung. Huh. Gibt auch nur 200 Flottenpunkte, weil ich nicht ganz so gut war. Aber Level 6. Jetzt kriegen wir die super aufgelösten Symbole hier zu sehen. Ach, sind die immer hübsch. Ach, sind die schön. Ist das alles schön. Ja, immerhin 3 Kills hier. Drittbester im Team. Viertbester insgesamt von 10, das ist schon okay. Kann man machen. Progression, da habe ich jetzt bekommen, Slow and Steady für alle Schiffe. Ja, kriegt man mehr Schadensresistenz. Das für den Tactical Cruiser. Ach, guck mal, das kriegt automatische Reparatur für benachbarte Spieler und für den Artilleriekreuzer. Habe ich die Anti-Nuke-Lasers, was auch ganz geil ist, weil ich ja jetzt doch das ein oder andere Mal mit Nukes angegriffen wurde. Könnte man tatsächlich mal... Na guck mal, jetzt kann ich mir irgendwie Officers hier
angucken oder was? Ah, okay, das sind so Buffs sozusagen, so ein bisschen, die meine Crew verbessern. Ah, okay, okay. It's a trap! you need Rank 8. Wie, aber es gibt schon welche, die ich nutzen kann? Ne, 21, gibt's hier irgendwas? Gibt's hier irgendwas? Das kann ich benutzen. Das ist, genau, also ich habe nur Slow und Steady freigeschaltet. Finde ich jetzt, irgendwie sehe ich das nur nicht, oder? Wäre schon gut, wenn die hier irgendwie markiert wären, rot und grün oder so, die ich nutzen kann. Ja, weiß ich nicht. Gut, aber was ist denn das jetzt hier? Genau, also da kriege ich dann einfach Bonus auf bestimmte Sachen und das kann ich dann vor dem Match wahrscheinlich irgendwie einstellen, welches ich da haben will. Da gibt es hier Level, alle paar Level gibt es da hier irgendwie ein, zwei neue. Ja, hier, was ist das? Das kriege ich nächsten Level. Das Destroy Enemy using a Module. Genau, und dann, wenn ich einen Gegner mit einem Modul zerstöre, dann kostet das weniger, das nächste und so. Also ja, gut, so ein paar Boni. Nett. Nett, aber nicht kriegsentscheidend, würde ich sagen. So, und jetzt haben wir hier Anti-Missile-Lasers. Und jetzt muss ich mal hier gucken. Anti-Missile-Pulse. Jetzt kann ich auch gegen Nukes. Ja, Nukes sind schon echt eine Gefahr. Auch für, vor allen Dingen für den Artilleriekreuzer, weil der ja nicht so schnell unterwegs ist. Aber ich habe die bisher immer ganz gut vermeiden können, weil ich dann auch eben dieses Dive-Manöver habe, wo ich irgendwie ein bisschen doch schneller wegkomme, wenn auch nur nach unten. Also würde ich sagen, bleibe ich eigentlich fast beim Anti-Missile-Laser, weil die sind ja zielsuchend, die sind echt gefährlich. Sind die zielsuchend? Weiß ich gar nicht genau. Aber die sind auf jeden Fall eine fiese Gefahr bisher gewesen. Bleiben wir mal dabei. Gut, Leute, das waren zwei schöne Matches, das waren schöne Siege. Ich werde jetzt die Folge beenden, weil besser wird es eh nicht. Ja, man soll sich zurückziehen, wenn man noch oben ist. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Das war eine gute Schlacht und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und natürlich ebenso viel Erfolg auf dem Schlachtfeld, auf den Schlachtfeldern der Server da draußen. Also, macht's gut, Leute. Tschüss.